damit herzlich willkommen zurück hier zu Let's Play Prison Architect. Aufnahme 2 für mich. Für euch auch die zweite Folge, ne? Es geht weiterhin in unserem Gefängnis. Wir müssen auf Play drücken. Müde. Ja, keine Sorge. Ich arbeite schon in einem Mitarbeiterraum. Wir haben das Spiel am Ende der letzten Folge auf Deutsch umgestellt. Da ich das eindeutig übersehen habe. Reinigung, Hammer, cool. Ja, aktuell ist das Geld ein wenig knapp. Aber das schaffen wir schon jetzt, sobald die nächsten Dings eintreffen. Wie, die Lampe hat keinen Strom. Ja, dann bauen wir sie ab, ne? Abreißen. Alles auf niedrig Security einstellen hier. So. Oh. Allgemein. Ach so, das ist weiß, okay. Schutztrakt. Cool. Hochsicherheitstrakt. Geil. Ja, in 18 Stunden kommen eh einige Häftlinge, 8 nämlich an der Zahl. Wie schaut es dann aus? Ach, das sind wir gerade. Schlaffreizeit, Hof. Ja, lassen wir gleich mal so. Arbeiten haben wir eh noch nicht. Einlieferung, okay. 8, ja. Okay. Häftlinge gesamt. Alle verfügbaren. Cool. Die Gesamtanzahl der Häftlinge, die sie haben möchten, doch. Geil. Cool. Aber wir nehmen erstmal so viel wie geht. Gefährdungsstufe niedrig, sehr schön. So will ich das sehen. Ich weiß noch nicht, wie lange dich die Episoden machen wird. Muss ich sagen. Aber das werden wir noch sehen. Sehr schön. Ja, mal richtig Schub. Und spulen wir ein wenig nach vorne. Damit wir hier noch einen Getränkeautomaten reinbekommen, ne? Ruht sich aus, okay? Ja, deswegen brauchen wir dann auch mehr Dings, ne? Mehr Wachen. Einer ist erschöpft, einer ruht sich aus, ja.
an seinem Personal. Ja, ich weiß. Wir brauchen mehr. Aber das kommt schon noch. Dann kommen die 15 Stunden. Haben wir noch ein wenig. Lassen wir es erstmal so ein wenig dahin laufen. Weil wir können aktuell eh nichts bauen, geschweige denn irgendwas machen. Genau, zwei mit geringem Risiko. Ah, sind auch müde. Ach, die niedrigen könnten wir auch reinnehmen. 50-50 hätte ich gesagt. Dann bekommen wir ein paar mehr. Ja, doch, normal. Niedrige und normale. Wobei, na. Sollen wir normale? Ja, doch. Lass mal so. Das sollten wir schaffen, denke ich. Und dann wären wir da. Haben. Genau. Die Gesamtanzahl der Häftlinge ist auf 20 gestellt. Das passt, denke ich, erstmal ganz gut. Die passen zwar da wahrscheinlich nicht so ganz rein in diesen kleinen Verwahrungszelle, aber was soll's. Wird sich schon ausgehen irgendwie. Strom haben wir genug. Bei 20 da rein ist auch nicht gerade schön. Ne? Ah, das passt schon. Ja, Hausmeister kann ich einstellen und Gärtner sobald es soweit ist. Ne? Es ist auch aktuell ziemlich dreckig schon. Ne? Muss man auch sagen. Aber wir bekommen dann gleich Geld rein und dann geht's schon. Dann haben wir niedrige und normale Sicherheit. Ja, ich denke, das passt. Hochsicherheit will ich noch nicht. Später dann vielleicht. Aber jetzt lassen wir das Ganze erstmal ein wenig laufen. Da wuselt sie ganz schön. Hier, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie lange, dass ich die Folgen mache. Werden wir alles noch sehen. Ich überlege gerade, wo wir den ersten Zellenblock dann hinbasteln. Vor allem, was ich mich wirklich frage, reicht das für, also man soll so, ich habe ein wenig die Tipps durchgeschaut online, was so empfohlen wird, man soll so einen Zellenblock so 25 Zellen circa machen. Jetzt ist die Frage, reicht so eine Kombi für 25 Leute, weil wir können dann mit Logistik das machen. Gefängnisarbeit brauchen wir dazu noch. Um,
Dann können wir nämlich kochen, putzen und so weiter zu weisen. Und irgendwo können wir, das geht gleich über das Micromanagement auch, ne? Nahrungsliste, genau. Das heißt, man kann über diese die Küchen verschiedenen Kantinen zuweisen können, genau. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn wir das dann haben. So, eine Stunde noch, bis die neuen Häftlinge kommen. Und dann bekommen wir einig Geld, ne? Ah, 45 Minuten noch, dann kommen sie. Dann. Dann können wir hier das Getränkegerät hinschalten, dann ist hier der Fastfeile, fällt nur mehr die Wachen, ne? Und da sind sie auch schon. So, Objekte. Getränkeautomat. So. Dreimal mindestens. Cool. Man kann Informanten auch schon machen. Da hat sich auch einiges getan, seit ich das letzte Mal gespielt habe, muss ich zugeben. Hammer. Genau. Eins, zwei, drei, vier, fünf. War nicht gerade günstig, dafür haben wir aber einiges an Leuten jetzt, weil. Und hier überall, wo wir einen stationiert haben, haben wir auch jemanden. Zwei Hausmeister, einen Gärtner. Zwei Hausmeister. Da, Zuschüsse. Besserung durch Bildung. Nee. 10 Wachen. Patrouillen haben wir schon. 3 Wachen zur Patrouille zuteilen. Machen wir das Gesundheitsding und die langfristigen Investitionen gehen wir auch an. Cool. Was sagt er? Krankenstation. Wie groß muss denn die sein? Weiß das jemand? Steht nichts. Wo passt denn das hin eigentlich? Vielleicht passt man hier nämlich einen Zellenblock hin. Ah, ist auch beschissen. Entschuldigt meine Ausdrucksweise. Bastelt man die Krankenstation hier dran. Da basteln wir die Krankenstation rein. Haben wir einen Psychologen schon. Jetzt haben wir einen. Haha.
So, das nächste Mal bekommen wir noch zwei weitere Häftlinge. Wie schaut es denn da jetzt aus? Häftlinge. Oh. Verdammt. Ah. Die brauchen dann... Verdammt, die Scheibe. Ja. Gut.